Ich grüße euch also wieder herzlich willkommen. Auf der Adepticon 2024 gab es so einige Enthüllungen. Wir schauen uns jetzt erstmal den Trailer hier an für die neue Age of Sigmar Edition. Im Fokus stehen die Skaven und die Stoneguards Eternals. Und dann zeige ich euch noch, was es noch mehr gibt für Warhammer Age of Sigmar und die neuen Zwerge für Warhammer The Old World. Und wir beginnen jetzt mit diesem Trailer. Let's go. Sigmar hat gelogen. Ach, sogar mal mit deutscher Synchro. Er sagte uns, wir wären ausgewählt. Krieger, die dem Tod geraubt wurden, um als seine Waffen neu geschmiedet zu werden. Die unsterblichen Söhne und Töchter des Sturmgottes. Ja, es ist ja eigentlich so, dass die Stormcats Eternals immer neu geschmiedet werden. Und war bisher auch immer so. Ich weiß jetzt noch nicht. Ja, das soll man wohl noch nicht wissen, worum es jetzt hier um eine Lüge geht, ja. Also atmosphärisch hat der Trailer auf jeden Fall was, ja, und dann noch deutscher Synchro, Respekt. Jetzt sehen wir auch die normalen Soldaten jetzt, ne, von den Städten des Sigmar. Ich finde immer noch die vom alten Imperium aus Warhammer Fantasy immer noch besser als diese Soldaten hier. Ja, hier sieht man sie auch nochmal unten links. Aber gut, ist natürlich Geschmackssache, ne? So, da gibt es eine riesige Explosion. Das sieht aus, als ob das so ein riesiger Altar rausgekommen ist. Und jetzt kommen die Skaven halt. Ja, Glocken gegen Glocken. Oh, guckt euch mal an hier. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Oh, das sieht mir aus wie ein neuer Skavenlord und er hat hier sogar eine kleine Handfeuerwaffe und was ist das hier? Eine Brutschrecke wahrscheinlich? Das waren wohl diese neuen Stoneguard Eternals, die man jetzt hier eben ganz kurz gesehen hat. Wie die heißen, das erzähle ich euch später. Übliche Jazz-Sales. Oh, was ist das denn? Oh Mann, dieses Game. Was die sich immer alles zusammenbauen. Sieht aus wie eine riesige Gatling-Gun. Sigmar hat gelogen. Nie nannte er uns den wahren Preis für diese Ehre.
Bald ist von mir nur noch ein Echo übrig. Verloren im Sturm. Aber bis zu jenem Tag kämpfe ich. Wow. Das war gerade ein ziemlich unglaublicher Trailer, muss ich sagen. Und da noch mit deutscher Synchro. Also, den könnte ich mir jetzt noch 100 Mal anschauen. Gut, aber wir machen jetzt mal weiter. Ach ja, es gibt übrigens auch noch ein Video. Und zwar hört der Klang der Zerstörung. Da erfahrt ihr noch ein bisschen mehr über die Warhammer-Lore auch. Das kann ich jetzt hier leider aber nicht abspielen wegen der Hintergrundmusik. Ja, hier im Trailer war ja keine Musik. Hier ist jetzt wiederum was anderes, das könnte ich dann leider nicht abspielen. Und wir kommen jetzt zur Adepticon 2024. Wenn ihr wissen wollt, was auf der Adepticon 2024 alles passiert bzw. enthüllt worden ist, dann schaut gerne mal hier auch nochmal, wie bereits erwähnt, auf den Warhammer deutschen Kanal rein oder hier auf dieser Seite. Ihr findet alle Links unten in der Beschreibung, ja, das werde ich euch alles unten verlinken. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit Warhammer Age of Sigmar. Und danach geht es dann weiter zu den Zwergen in Warhammer The Old World. Und hier jetzt auch dieser Artikel hier, der ist übrigens auch auf Deutsch. Da wird nochmal hervorgehoben, dass die Normingen-Kreuzzüge gelaufen sind oder beziehungsweise sich jetzt am Ende befinden. Und wer hat natürlich im Hintergrund die ganze Zeit was geplant? Ja, natürlich die Skavenhorn, wie wir eben im Trailer gesehen haben. Ja, ganz klare Sache. So, ja, das, was wir im Trailer gesehen haben, das war der sogenannte Vermindoom, der einen Großteil des stinkenden Unterreichs von Black City direkt in das Reich des Feuers verwandeln und schwelende Risse in die Realität im Rest der Reiche der Sterblichen aufreißen sollte. Gleichzeitig hat die große Könnte-Ratte einen Deal mit Archaon selbst geschlossen und ist zu seinem rechtmäßigen Platz als vollwertiges fünftes Mitglied des Chaos Pantheons aufgestiegen, etwas zum Leidwesen der einstigen vier. Und hier sehen wir dann auch nochmal die Screenshots aus dem Trailer. Und das, was wir hier eben gesehen haben, das waren die Ruination Chamber. Und zu denen heißt es, dies sind die ergrautesten Veteranen des Stormcurls, Helden tausender Schlachten, die bis in die Seelenkriege und davor zurückreichen. Tapfere Männer und Frauen, die immer wieder im Dienste des Königs gestorben sind. Ja, die wird es wohl neu auf jeden Fall geben für die Stormcurls Eternals. Ich denke mal, aber das wird nicht das Einzige sein, was für die neu hinzukommt. Auch in deren Army Wars das schon ziemlich groß ist, muss ich sagen. Er wundert mich, dass man das jetzt immer noch weiter erweitert, aber okay. Gut, ja, und dann steht hier eben halt das Spiel eben, es wird halt neue Armeen geben, ja, neue Regeln werden hinzukommen. Das wird jetzt hier alles nochmal ausführlicher beschrieben. Und es gibt auch einen neuen Spielmodus, nämlich Spearhead. Dazu haben sie aber leider noch nichts verraten. Da steht nur, dass man den Newsletter abonnieren kann. Und man wird dazu in naher Zukunft etwas mehr verraten. Ja. So, jetzt kommen wir zu den Zwergen in Warhammer The Old World. Auch den Trailer hier, den kann ich leider nicht abspielen wegen der urheberrechtlichen Musik. Ich habe da in der Vergangenheit schon öfter mal Ärger bekommen. Deswegen geht das leider nicht. Aber was wir hier auf jeden Fall bekommen werden, ist eine Starterbox für die Zwerge. Und da werden 66 Miniaturen enthalten sein, 32 verstockene, also davon 32 verstockene Zwergenkrieger, 32 Zwergenkrieger, die auch als Donnerer gebaut werden können, und zwei Gyrokopter, die auch als Gyrobomber umgebaut werden können. Dieses Ding hier, das hat 48 Seiten, die alle Informationen darüber enthält, was die Zwergenkönigreiche in dieser Zeit vorhaben. Zwei Armeen der Schande und eine Handvoll zusätzlicher Einheiten und magischer Gegenstände sowie zwei besondere Charaktere.
an die Sie sich vielleicht aus Warhammer Fantasy Battles erinnern. Es gibt auch neue Miniaturen und natürlich auch neue Zwergenkommandanten. Einer davon ist dieser hier, der hat hier Schildträger dabei. Es gibt dann natürlich auch weiterhin noch einen normalen Zwergenfürsten. Aber der hier mit den Schildträgern, der ist natürlich optisch besser. Ich frage mich aber, worin die sich unterscheiden sollen. Ja, also da muss man mal abwarten. Und außerdem gibt es natürlich auch wieder hier einen, ja, Ungrim Eisenfaust. Der sieht ja allerdings etwas jünger aus. Der ein oder andere hat ihn sicherlich auch schon wiedererkannt auf dem Trailer oben. Ja, Ungrim Eisenfaust nur eben halt etwas jünger. Seine Axt ist immer noch ziemlich spektakulär. Und neue Plastikbausätze. Hier haben wir hier einen klassischen Runen. Wie heißen die noch bei den Runenschmied, ne? Ja, Runenschmied. Hier nochmal neue Zwergenkrieger. Neue Schützen. Und hier haben wir auch noch welche mit den Trollhammer-Torpedos. Und Hämmerer. Ja, der ganze übliche Zwergenkram, der wird natürlich bei Warhammer The Old World auch wieder dabei sein. Ja, Eisenbrecher, Hämmerer, Zwergenkrieger, Bergwerker, Streithähne. Wobei Streithähne weiß ich jetzt gerade nicht, was damit gemeint ist. Wenn ich das auf Englisch wieder übersetze, dann steht da Brawlers. Sag mir jetzt allerdings gerade nichts, aber die Alteingesessenen unter euch, die werden sicherlich was damit anfangen können. Es gibt natürlich auch wieder Slayer, Runenschmiede, Gyrokopter, jede Menge Artilleriezeugs, ja, Orgelkanonen und so weiter und so weiter. Hier, er ist auch ziemlich cool, hier der Runenmeister. Und es wird auch Zwergen Zeug geben, das in der letzten Sturm des Chaos Version damals in Warhammer Fantasy noch gegeben hat. Also das wird ebenfalls wieder hinzukommen. Wie zum Beispiel hier Doomseeker und ein Goblinheaver. Ja, Doomseeker, das sind diese hier. Das sind diese Slayer. Die kamen die auch mit Sturm des Chaos oder mit Endtimes? Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich meine, die kam mit den Endtimes. Auf jeden Fall der Goblinheaver, der kam aber mit dem Sturm des Chaos damals. Mit der Sturm des Chaos Erweiterung. Das ist dieses Ding hier. Ja, diese Artilleriemaschine von den Slayern. Wobei ich auch hoffe, dass wir den jetzt beim DLC Tools of Decay bekommen werden für Total War Warhammer 3. Ja. Wäre ziemlich geil. Und einen Moment, wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei den Slayern. Auch dieser Slayer hier, der sieht übrigens auch sehr, sehr cool aus. Und ja, ach, da sind wir schon am Ende. Okay. Gut. Prinz Ulta Stonehammer, der wird übrigens auch wieder zurückkommen. Das ist der Prinz von Grak-Ungor, ja, im Weltrandgebirge, den werden wir ebenfalls wieder erleben. Und ich denke, die neuen Zwerge, die werden viele beglücken, ja, also das wird bestimmt auch wieder schnell ausverkauft sein, hier diese Starterbox und das Buch. Ich halte euch da weiter auf dem Laufenden und dann lasst gerne doch ein Abo und ein Like und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.